Danke, Anna Wagner von Mosortum. Danke an den Mosortum, dass ihr uns diesen Raum zur Verfügung stellt. Danke an das Publikum, das so zahlreich erschienen ist. Leider sehe ich es vor lauter Licht hier oben nicht so gut, aber ich freue mich, dass wir das genau versuchen zu machen, was Anna Wagner gesagt hat, nämlich eine differenzierte Debatte über die Ukraine zu führen. Medico International ist insofern dafür prädestiniert, weil wir jetzt tatsächlich zum ersten Mal in unserer Geschichte selbst auch in einem osteuropäischen Land tätig sind. Wir haben uns bislang damit eher zurückgehalten. Aber tatsächlich ist dieser Krieg gegen die Ukraine, der russische Angriff auf die Ukraine, ein so welthistorisch bedeutsames Ereignis mit entsprechenden Konsequenzen für die ganze Welt, dass auch wir dachten, wir müssen dort sowohl Unterstützung leisten, humanitäre Unterstützung leisten, als auch versuchen zu verstehen, was dort passiert. Also ich war selbst kürzlich in Kharkov gemeinsam mit einem Kollegen. Wir unterstützen dort eine ukrainische Organisation, die wirklich eine beeindruckende humanitäre Hilfe leistet. Keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht den Spendenbeutel rumgehen lassen, aber es war einfach sehr beeindruckend zu sehen, weil wir kennen ja die Bilder von den ersten Selbsthilfeorganisationen der Ukrainer, was ja alle hier auch sehr, sehr beeindruckt hat, wie Leute sich organisiert haben, sich gegenseitig unterstützt haben. Davon ist natürlich im Laufe dieses Einjahreskrieges nicht mehr so viel übrig geblieben und deshalb bin ich sehr froh, dass wir in Kharkov eine Organisation unterstützen konnten, auch in ihrem Aufbau, die tatsächlich sich auch in gewisser Weise institutionalisiert hat und uns deshalb auch wirklich nahegebracht hat, wie dramatisch diese Folgen für den Krieg, für diese Region ist. Mit den zerstörten Häusern, wo man dann noch das Klavier sieht, das doch irgendeiner benutzt hat, mit den Bücherschränken, die plötzlich da einem entgegenleuchten. Also das ist ein sehr dramatischer Anblick. Und wenn wir von hier aus auf die Ukraine gucken, und ich bin mir sicher, Volodymyr wird uns dann nachher noch was sagen, dann haben wir ein sehr homogenes Bild von der Ukraine und blau-gelbe Fahnen. Aber tatsächlich ist es ein riesiges Land und je weiter man nach Osten kommt, umso mehr nähert man sich dem Kriegsgebiet und umso weniger ukrainische Fahnen sieht man da auch. Ja? Also in Kharkov, was die zweitgrößte Stadt der Ukraine ist, würde ich sagen, gibt es weniger ukrainische Fahnen als in Deutschland. Einfach deshalb, weil die Leute eigentlich mit ihrer russischsprachigen Mehrheit auch in ein Dilemma stecken. Also jetzt natürlich empört sind über das, was ihnen geschieht, aber gleichzeitig auch unter einem ständigen Anpassungsdruck stehen, nur noch ukrainisch zu sprechen etc. pp. Das muss man sich sozusagen klar machen, wenn man über die Ukraine spricht, dass wir erleben hier den Nationalismus und gleichzeitig die Opfer von diesem Krieg sind vorwiegend im Osten und Südosten Leute, die eigentlich in einem Raum gelebt haben, der sehr verbunden war mit Russland. Also Kharkov haben die mir erzählt, die nächste Stadt, Bjelogorod, ist eine russische Stadt, die Universität, von der wir hier gar nichts wissen, aber es ist eine der größten Universitäten des osteuropäischen Raums, war sehr viel besucht von russischen Studentinnen und Studenten. Genauso wie von internationalen Studenten, weshalb Kharkov, das im Westen keiner kennt eigentlich eine Stadt, immer eine Stadt war, die auch recht multikulturell war, weil viele von den Studentinnen und Studenten in Kharkov blieben. Also wir haben da ein bisschen eine andere Wirklichkeit kennengelernt, aber auch eine sehr dramatische, wie man sie sich hier vielleicht so nicht vorstellt. Wir haben die Katastrophe des russischen Angriffskriegs und die ukrainische Tragödie, über die Raoul auch sprechen wird, doch sehr ausführlich zur Kenntnis nehmen können und macht es nicht einfacher, über all das nachzudenken. Wir stellen jetzt hier das Buch von Raoul vor, dieser Krieg endet nicht in der Ukraine, Argumente oder Überlegungen für einen konstituierenden Frieden. Und dieses Buch nimmt zum Ausgangspunkt die Folgen des russischen Kriegs gegen die Ukraine und seine Bedeutung in den globalen Auseinandersetzungen um eine zukünftige Weltordnung. Aber der Ausgangspunkt von Raoul, und das erscheint uns so wichtig, ist eine Idee, eine radikale Idee von Europa,
ein Europa emanzipatorischer, politischer und sozialer Kräfte, die es mitgestalten, eine Vorstellung von Europa, das die Geflüchteten aufnimmt, das die Abschaffung der Grenzen nach innen und nach außen repräsentiert, eine Politik der Klimagerechtigkeit und des Nichtwachstums, also ein Buch, das einen Ausgangspunkt hat, das für das andere in der Welt steht. Und das ist, glaube ich, auch die Position, von der wir hier gemeinsam diskutieren, auch wenn dieser Horizont dank dieses Krieges leider in sehr, sehr weite Ferne gerückt ist. Ich stelle jetzt meine Gesprächspartner vor. Rechts von mir sitzt Raúl Sánchez Cedillo. Er ist Philosoph und radikal-demokratischer europäischer Aktivist, darf ich das mal so sagen, ja. Er war und ist eng verbunden mit den kommunalen Bewegungen in Spanien, die heute um eine andere republikanische Staatlichkeit in Spanien kämpfen. Das, denke ich, ist auch eine ganz interessante Debatte nachher. Wie kann man sich eigentlich eine Ukraine anders vorstellen als einen klassischen Nationalstaat? Er hat sich zu den Hochzeiten der kommunalen Bewegung in Spanien auch mit den Maidan-Protesten beschäftigt und den Kontakt zu emanzipatorischen Akteurinnen und Akteuren aus der Ukraine gesucht. Volodymyr Ischenko neben mir ist Soziologe. Er ist zurzeit an der Freien Universität in Berlin mit einem Forschungsauftrag, weil bei uns steht noch TU Berlin, da war er vorher. Er hat eine profunde wissenschaftliche Arbeit über den Maidan vorgelegt und ist auch selber, glaube ich, aktiver Beteiligter dieser Aufstandsbewegung gewesen. Er beschäftigt sich mit den sozialen Bewegungen der Ukraine. Neben seinen soziologischen Forschungen über die postsowjetische Bedingung, über die wir hier auch noch reden werden, und die ungelöste Frage nach einer politischen Institutionalisierung und Repräsentanz der demokratischen Kräfte im Aufstand, ist er Autor zahlreicher Artikel, die sich nun mit dem Krieg und seinen Hintergründen beschäftigen. Er hat dabei eine Perspektive, die sich jenseits der gängigen Dichotomien bewegen. Das wird jetzt auch unser Versuch hier sein, die ein bisschen, unser Blick ein wenig zu verrücken. Wir werden jetzt das Gespräch in Englisch führen, weil beide meine Diskussionspartner sprechen lieber Englisch als Deutsch, auch wenn sie Deutsch ganz gut verstehen. Also werde ich auch Englisch reden. Meins werden sie gut verstehen, weil es nicht so toll ist. Aber wir haben ja dank den Dolmetscherinnen und Dolmetschern da oben auch eine gute Übersetzung. So. Der ersten Frage. Wir möchten ja heute gerne das Buch vorstellen, deswegen beginnen wir mit Raúl. Und Volodymyr wird das Ganze dann kommentieren, aber ich werde natürlich auch Volodymyr einige Fragen stellen. Also bei dieser Diskussion zu diesem Buch, da gilt es ja hervorzuheben, dass das ein Buch zu unterschiedlichen Perspektiven und Punkten des Krieges ist. Und wir haben nun aber ein Podium, wo wir über die postsowjetische Entwicklung sprechen können, in der Ukraine und Russland. In Berlin bei der Veranstaltung hast du angesprochen, dass wir forensisch vorgehen müssen und den Krieg verstehen müssen. Der Krieg ist entsetzlich, aber es gilt auch zu verstehen, welche Regime es in der Ukraine und in Russland gibt. Und damit komme ich zu meiner Frage. Mit welcher Art oligarchischen Systemen haben wir es in beiden Ländern zu tun? Und welche Transformationsprozesse hat es seit dem Ende der Sowjetunion gegeben? Welche sind die Ähnlichkeiten und Unterschiede? Also da gibt es natürlich sehr viele zu nennen. Und warum waren die Eliten nicht in der Lage, diesen Krieg zu vermeiden? Oder wollten sie den Krieg gar? Das sind natürlich sehr viele Fragen, aber sie zeigen doch auf eine ähnliche Stoßrichtung hin. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank an das Publikum. Vielen Dank für die Bereitschaft, diese Themen zu diskutieren. Also ich neige ein bisschen dazu, zu viel zu sprechen und ich werde versuchen, mich kurz und knapp zu fassen, aber gut, das ist natürlich auch ein komplexes Thema. Ich denke, es gibt drei Dimensionen. Und Paul Mason oder andere Pro-Kriegs-Autorinnen vertreten
ja auch diese Auffassung, aber Sie haben recht, wenn Sie sagen, wenn wir diesen Krieg verstehen wollen, dann müssen wir begreifen, dass es drei Dimensionen in diesem Krieg gibt. Zum einen die ukrainische nationale Frage, die Verteidigung der Ukraine gegen eine echte militärische Aggression. Und dann wäre noch der Hintergrund zu nennen, nämlich die geteilte Nation, die Tragödie der Ukraine, der Versuch, einen Nationalstaat zu bilden und der Prozess und die Charakterisierung davon, aber dann eben auch die Prozesse nach der Unabhängigkeit 1991. Das ist meines Erachtens die Schlüsselmomente der ukrainischen Tragödie und erklärt doch sehr viel. Zum Titel des Buches: Dieser Krieg endet nicht in der Ukraine. Also da müssen wir doch berücksichtigen, dass es da unterschiedliche Faktoren gegeben hat und auch im Vorlauf dieses Krieges oder vor dieser Aggression, dass es einen Konflikt gab zwischen Imperien. Zwischen einem Russland, das wieder in das Zentrum des Weltensystems zurückkehren möchte, das nicht mehr semi-peripher sein möchte, und der sogenannten westlichen Welt. Auf der anderen Seite, also die Hegemonen des kapitalistischen Systems, also die Vereinigten Staaten, aber eben auch die oligarchischen finanziellen Eliten des Westens und die zivilgesellschaftlichen Partner, wenn man das so sagen kann. Also da gab es ja wirklich auch Konflikte unter diesen unterschiedlichen Akteuren um die Vorherrschaft in Osteuropa und insbesondere in der Ukraine. Auf der Grundlage von Prozessen, von denen Volodymyr sehr viel mehr versteht als ich. Also ich stütze mich ja häufig auf seine Arbeiten und auf seine Theorien oder auch auf andere Theorien. Und da wurde beschrieben, dass nach dem Ende der UdSSR die Schocktherapie angewandt wurde, also gesellschaftliche, humanitäre, politische Katastrophe hatte das zur Folge. Also das gilt für die Russische Föderation, aber das gilt eben auch für die Ukraine. Und der Unterschied in der Ukraine ist der, dass die Ukraine eigentlich schon ein gespaltenes Land war und dass es überhaupt keine Möglichkeit gab, eine politische Einheit zu erreichen, denn die neuen Oligarchen und die Intelligenzia und die Nomenklatura aus der Sowjetzeit, das war ja ein Faktor. Also das Ganze entwickelte sich entlang einer der Spaltungslinien eines multikulturell und vielsprachlichen Landes und gespaltenen Landes. Und es gab auch unterschiedliche Einigungen auf Ebenen wie zum Beispiel der finanziellen. Volodymyr spricht davon, dass die Versuche, diese Oligarchien ihrer Macht zu entheben, dass das nicht geklappt hat. Also das waren defizitäre Lösungsansätze und Revolutionen. Also da waren ja die unterschiedlichen revolutionären Ansätze zu nennen. Also 91, dann die sogenannte Orangene Revolution und die Euromaidan-Revolution. Sie haben nicht ihre Ziele erzielt, wie das nach Marx zu verstehen wäre. Dass man eben es nicht geschafft hat, das Grab der herrschenden Klasse zu graben und dass man eben auch nicht eine neue Elite etablieren konnte, dass es nicht eine neue politische Zusammenstellung gab. Multikulturell, multiethnisch, multisprachlich, also dass man dieses Projekt nicht voll umsetzen konnte, denn der Bürgerkrieg setzt sich dann fort, weil man eben keine Fortschritte erreicht hat.
Der entscheidende Faktor, der uns sagt, dass dieser Krieg nur der Anfang ist, wenn wir ihn nicht stoppen, vielleicht eine der schlimmsten Tragödien für alle Menschen in der Ukraine und sogar für die übrige Welt. Was uns das zeigt, ist die Tatsache, dass immer deutlicher wird, dass es hier um einen Streit um die Welthegemonie geht. Es gibt einen absteigenden Hegemon, die Vereinigten Staaten, und einen aufstrebenden Hegemon, China. Das ist kein Geheimnis, dass das strategische Konzept der NATO im letzten Juni in Madrid verabschiedet, dass dort China als der strategische Hauptgegner bestimmt wird. Die National Defense Strategy, also die Verteidigungsstrategie aus Washington, da steht dasselbe drin. Es geht also nicht nur darum, das Putin-Regime zu besiegen oder möglichst zu schwächen. Es geht nicht nur um Regimewandel, es geht auch darum, China zu isolieren, diplomatisch in Bezug auf den Handel, geopolitisch, nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika und Lateinamerika. Die Verdichtung, die Konzentration dieser Konflikte bedeutet, dass nur der Frieden von unten im Sinne des sozialen Protests, nur der Frieden aus der Perspektive transnationaler, transeuropäischer, globaler, subalterner Klassen, die im Krieg leiden, der Menschen, die im Krieg getötet werden, vergewaltigt werden, vertrieben werden und so weiter. Nur dieser Frieden könnte in der Lage sein, einen Weg aus dieser näher rückenden Katastrophe herauszufinden. Das ist die Kernthese des Buches. Wir müssen das Leiden berücksichtigen, das Leiden der Menschen, die von der russischen Armee angegriffen und überfallen werden. Nach einem Jahr geht es darum, eine neue Ukraine, eine neue Republik zu schaffen, gegen Russland, gegen oligarchische westliche Interessen. Das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, ist Freiheit. Freiheit, die weder in der Ukraine noch in Russland existiert derzeit. Es gibt kein Streikrecht. Es ist ein neoliberales Kriegsregime am Werk, in dem Sinne, dass kürzlich Dokumente ans Licht gekommen sind, ein Vorschlag, ein Bericht an die Regierung in Kiew, unterzeichnet von der Weltbank, vom IWF, von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Dort heißt es, nach der fast vollständigen Vernichtung der europäischen Wirtschaft, 30-40%iger Rückgang des Bruttosozialprodukts, 10 Millionen von Menschen, die vertrieben worden sind, zu Flüchtlingen geworden sind, wird empfohlen, alle Sozialausgaben abzuschaffen. Die westlichen Nichtregierungsorganisationen oder die globalen NGOs sollen die entsprechenden Aufgaben übernehmen im Bereich der Gesundheit, der Bildung, der Bekämpfung des Hungers und so weiter. Die Ukraine soll sich auf ihre militärischen Anstrengungen konzentrieren. Das ist also ein Kriegsneoliberalismus, eine Strategie, die absolut hinausläuft auf die Militarisierung der gesamten Wirtschaft, eine totale Mobilisierung für den Krieg gegen die Interessen der subalternen Klasse. Was bedeutet das nach einem Jahr Krieg? Es bedeutet, dass es nicht nur um das Schicksal der Menschen in der Ukraine geht, wenn von der Leyen hat ja gesagt, und ich zitiere diesen furchtbaren Tweet, die Ukrainer sind bereit, für die europäische Perspektive zu sterben. Das hat von der Leyen zitiert. Und wir müssten ihnen helfen, sagt sie, diesen Traum zu verwirklichen. Und das wahrscheinlichste Ergebnis dieser Position, wie wir nach einem Jahr Krieg sehen, die Sanktionen sind nicht wirksam, die Sanktionen gegen Russland, wie Volodymyr kürzlich geschrieben hat,
hat sich das Putin-Regime als resilient erwiesen gegenüber den Sanktionen. Die russische Wirtschaft wird im Sinne eines militärischen Keynesianismus, eines Kriegs-Keynesianismus neu strukturiert. Es gibt also den Versuch, eine soziale Koalition und eine politische Koalition zu erzeugen auf der Grundlage einer existenziellen Frage, nämlich der russischen Bedrohung. Das heißt, Regimewandel, Regime Change ist, was die Evidenz angeht, einfach nur Bullshit. Das ist nichts, was passieren wird. Das heißt, der Krieg wird sich in die Länge ziehen mit unvorhersehbaren Konsequenzen und wird sich natürlich negativ auswirken auf die Leben und die Zukunft der ukrainischen Menschen. Also die Frage, die ich gestellt habe, richtet sich vielleicht auch einfach eher an Volodymyr, warum es nun diese Auseinandersetzung gibt um die Welthegemonie und warum sich das Ganze in der Ukraine vollzieht. Also vielen herzlichen Dank, Katja, vielen herzlichen Dank an Medico International für die Organisation dieser Veranstaltung und für die Übernahme der Übersetzung. Also vielen herzlichen Dank auch an alle für die Teilnahme. Ich hatte noch gar nicht die Gelegenheit, Raouls Buch zu lesen. Also deswegen kann ich mich leider gar nicht mich so viel auf deine Arbeiten beziehen, wie du das bei mir machst, sondern ich kann einfach darauf reagieren, was hier besprochen wird und was hier analysiert wird und was ich auch dazu geschrieben habe zum Krieg in der Ukraine und zu damit verbundenen Themen und Ereignissen. Also ich denke, dass es jetzt gar nicht angemessen ist, hier zu erläutern, was eigentlich passiert ist oder was passiert ist. Aber ich möchte eigentlich nur einige kurze Anmerkungen machen zu der Frage, die Katja gestellt hat und auch auf Raouls Analyse des Krieges eingehen. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn unsere Diskussionen zum Thema Ukraine-Krieg immer komplexer werden. Also zu Beginn gab es vielleicht einfach zu viele Personen, die sich auf ein Thema konzentrieren. Also es gab ja jene, die gesagt haben, das liegt alles an der NATO-Erweiterung und haben das übernommen, was Putin gesagt haben und haben das einfach nur so übernommen. Da gab es auch jene, die dem russischen Imperialismus anhingen. Es gab jene, die einfach nur nationalistische Perspektiven und Positionen vertreten haben oder auch faschistische. Und wenn ich das sage, dann ist es so, dass einfach nur ein Element herausgegriffen wird und dann eine ganze Theorie aufgebaut wird für zu diesem komplexen Krieg und zu diesem komplexen Problem. Und das ist nicht die beste Art und Weise, das Ganze zu diskutieren und zu analysieren. Und nun kommen wir zu dieser Diskussion. Also es gibt ja nun einfach viele, die immer mehr verstehen, wie sehr komplex das ist. Es gibt einfach eine imperialistische Dimension, eine interimperialistische Dimension und andere. Also es gab auch zum Beispiel einen Artikel von Susan Watkins, die 5 Kriege aufgezählt hat innerhalb dieses Krieges. Und darauf habe ich mich auch schon an anderer Stelle bezogen. Und es ist natürlich vorteilhaft, dass die Menschen immer mehr verstehen über die Ukraine und Russland. Auf der anderen Seite ist das etwas ein eklektisches Verständnis, dass man sagt, ja, das ist noch wichtig und das ist noch wichtig. Und dann sagen wir, ja, das ist eben alles sehr wichtig. Und dann wird es plötzlich schwierig, wirklich den wesentlichen Punkt herauszuarbeiten, um dann auch handeln zu können und eben auch eine Lösung für den Konflikt zu finden. Denn es sieht einfach so aus, als wäre das einfach ein riesengroßes Chaos, alle sind irgendwie schuldig. Aber wie werden wir dann damit weitermachen? Und ich würde da auf die materialistischen Wurzeln des Konfliktes zurückgehen. Vielleicht klingt das ein bisschen verkürzend, aber manchmal kann das auch helfen.
also den materialistischen Interessenkonflikt sich anzuschauen, der dahinter steht, den Klassenkonflikt uns anzuschauen. Wenn wir uns das Thema der NATO anschauen oder des Konfliktes zwischen Russland und dem Westen, also wenn Russland wirklich die NATO so sehr interessieren würde, also was stört sie denn da eigentlich wirklich? Können wir wirklich einfach das aufgreifen, was Putin sagt, dass es legitime Sicherheitsinteressen gibt, dass die NATO irgendwie präsent ist in der Ukraine, dass in Kharkov Atomwaffen stationiert werden und dass es dann plötzlich nur noch 2 Minuten dauern würde, bis man Moskau erreicht oder dass sie die Krim angreifen würde oder etwas Ähnliches? Oder gibt es nicht vielmehr etwas Tieferliegendes, was dahinter steht bei diesem Konflikt zwischen Russland und NATO und der NATO? Wenn man Putin kritisiert, oder auch das, was er sagt, und dass man sagt, ja, das ist etwas, das immer nicht aufgegriffen worden ist. Und dass man dann sagt, ja, da geht es um russischen Imperialismus und die Peripherien und da geht es auch darum, den ukrainischen Staat zu zerstören. Und das Ganze ist eher sozusagen eine Cover-up-Aktion. Aber warum haben Sie denn nicht versucht, die russischen Eliten in die westlichen Strukturen zu integrieren und dass man einfach versucht, ernsthafte Schritte unternimmt, um Russland einzuladen in die europäischen Strukturen oder vielleicht auch in die NATO? Das wird natürlich länger dauern als mit Ungarn, der Tschechischen Republik oder Polen. Aber wenn das ein langfristiger Prozess wäre, also der in den 90er Jahren begonnen hätte, dann wäre es vielleicht auch so, dass wir nun eher am Ende dieses Prozesses sein würde, als nun diesen Krieg zu haben. Also da müssen wir auch einfach verstehen, was also dahinter liegt, was der eigentliche materialistische Konflikt ist zwischen Russland und eben anderen Akteuren. Wenn wir vom Imperialismus sprechen, also welchen Imperialismus meinen wir da eigentlich? Sprechen wir da zum Beispiel vom Imperialismus des British Empires oder Frankreichs oder Deutschlands, als Deutschland Kolonien in Afrika hatte? Oder sprechen wir da vom Imperialismus, so wie Lenin oder Luxemburg ihn verstanden haben? Da ging es ja immer wieder um die Ausweitung des Finanzkapitals, um die Monopolisierung, um einige ganz bestimmte Merkmale eines hochentwickelten Kapitalismus. Also gibt es wirklich diesen hochentwickelten Kapitalismus in Russland, wenn es bei diesem Angriff auf die Ukraine es darum geht, die Märkte sich aufzuteilen oder wenn es darum geht, Zugang zu den Rohstoffen zu haben? Also da muss man doch sagen, dass Russland ein sehr großes Land ist und dass die Rohstoffe gar nicht voll ausgeschöpft werden können. Und es ist eben auch nicht so, dass es in Russland eine boomende Wirtschaft gibt, die einfach eingezwängt ist. Also es ist ja auch so, dass man da einfach noch andere Faktoren damit berücksichtigen muss. Also das ist nicht diese Art von Imperialismus. Und wenn man den Imperialismus hier ernsthaft diskutiert in der marxistischen Tradition und nicht im Sinne eines liberalen, kulturalistischen Verständnisses, was ja sehr oberflächlich ist meines Erachtens und nicht besonders hilfreich ist meines Erachtens, dann müssen wir genau verstehen, was die Interesse der herrschenden Klasse in Russland sind. Und wenn wir vom Nationalismus sprechen und den Spaltungen in der Ukraine, also da müssen wir wirklich auch sehen, dass nun wirklich allgemein bekannt ist, dass es einen ostukrainischen Teil gibt, einen westukrainischen Teil und dass es einfach bestimmt eine Spaltung gibt, dass das Ganze eingeschrieben ist in den Konflikt. Und dann gibt es wiederum andere, die das einfach völlig verleugnen. Und das ist natürlich auch wiederum eine Cover-up-Geschichte. Und dass man eben sagt, ja, alle wollen eigentlich alle UkrainerInnen dasselbe. Und beide Erzählungen sind doch eigentlich völlig oberflächlich. Die Ukraine ist ein großes Land und eben ein sehr vielfältiges Land. Es gibt einfach UkrainerInnen, die auch sehr unterschiedlich über diesen Krieg denken. Es gibt Personen, die unterschiedliche Meinungen dazu haben. Es gibt jene, die zum Beispiel auch in der Donbass-Region leben und die dann eben auch mit einem
ukrainischen Pass dort leben. Und da gibt es eine starke Durchmischung in Mariupol und in anderen Städten. Also es gibt Tausende von Geflüchteten in der Europäischen Union, aber es gibt eben auch sehr viele geflüchtete Personen in Russland. Und es gibt eben auch Wirtschaft, also Personen, die aus wirtschaftlichen Gründen das Land verlassen haben. Und all diese Personen haben unterschiedliche Meinungen, Perspektiven auf diesen Krieg. Und sie sind gar nicht froh darüber, wenn Menschen sterben, aber sie haben trotzdem eben sehr unterschiedliche Perspektiven darauf, wie was zu diesem Krieg geführt hat und wie wir diesen Krieg lösen, auflösen sollen, beenden sollten. Also wenn wir über den Nationalismus sprechen, dann geht es natürlich um die Frage, um welchen Nationalismus es eigentlich geht. Geht es um den Nationalismus, den wir in Ländern der sogenannten Dritten Welt finden, bei den antikolonialen Kämpfen? Also ein Nationalismus, der sich auf einen Block der subalternen Klasse stützt, also KleinbäuerInnen, oder dass man dann eben im Konflikt steht mit einer bourgeoisen Klasse, die eben auch wieder andere Kontakte hat, oder dass es dann von den subalternen Klassen Kontakten gibt zu Intellektuellen in den Metropolen oder subalternen Klassen in anderen Ländern. Also das, was es im 20. Jahrhundert gegeben hat, das ist eine andere Bewegung. Und diese Bewegung stützt sich eigentlich viel mehr auf eine gut ausgebildete Mittelschicht, die danach strebt, Teil der Elite zu werden. Und dann sehen wir eben diese Problematik. Der ukrainische Kampf wird dann ein partikularistischer Kampf. Wir können argumentieren, dass wir den Personen helfen müssen, die leiden. Und viele und die Menschen leiden ja sehr. Und was ist darin die universelle Dimension? Ist die ukrainische Sache eine globale Sache, die die ganze Welt besser machen würde? Und da gibt es noch nicht mal eine Diskussion dazu. Und die Diskussionen, die es dazu gibt, dass es darum geht, Demokratie versus Diktatur, das funktioniert doch ganz offensichtlich nicht gut. Also ich spreche nicht von den defizitären Punkten der Demokratien in den westlichen Staaten, sondern es geht um was anderes. Also da gibt es Demokratien im globalen Süden, die sich das anschauen und da eher zögerlich reagieren. Und das ist auch wirklich ein Problem bei dieser gesamten Diskussion rund um den Krieg. Um das zusammenzufassen, also wenn wir uns den Klassenkonflikt anschauen, wenn wir uns die materialistischen Grundlagen anschauen und uns anschauen, was da passiert, dann ist es einfach ein notwendiger erster Schritt, über die Lösungen nachzudenken, um den Krieg zu beenden. Und ich versuche einfach, den Klassenkonflikt mitzudenken. Branko Milanovic und Seleni sprechen von politischen Kapitalisten. Vom politischen Kapitalismus. Also bestimmte KapitalistInnen, die politische und wirtschaftliche Macht übernommen haben beim Zusammenbruch der Sowjetunion und zur herrschenden Klasse in Russland geworden sind, aber eben auch in der Ukraine. Das ist ein Punkt. Und diese politischen KapitalistInnen verlangen bestimmte politische Organisationen. Bonapartistische Führungspersönlichkeiten wie zum Beispiel Putin oder Lukaschenko in Belarus, sie verkörpern das. Und das hat sich aber nicht in der Ukraine vollzogen, aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen ist die ukrainische Oligarchie schwächer als die anderen Oligarchinnenseiten. Dann gibt es eben noch den Faktor der gut ausgebildeten Mittelschicht. Und das zeichnet sich eben auch ab bei der Opposition zu Russland. Wir müssen diesen Krieg als Kulmination verstehen einer Eskalation von 30 Jahren, der Eskalation eines materialistischen Klassenkonfliktes. Es gab ja Unterdrückungen, Unterdrückungsversuche, wo auch die Polizei angesetzt wurde. Aber heute ist es einfach so, dass nicht mehr nur auf die Polizei zurückgegriffen wird, sondern eben auf
auf Panzer und auf Bomben und Raketen. Und auf der anderen Seite steht das transnationale Kapital. Das transnationale Kapital würde es nicht zulassen, dass die post-sowjetischen KapitalistInnen einfach irgendwo eine Grenze einziehen und wo sie dann eben die selektiven Vorteile abschöpfen können, die der Staat anbietet. Das ist ja der wesentliche Teil, worin dieser politische Kapitalismus besteht, dass man eben diesen Wettbewerbsvorteil hat zu den Kontakten zum Staat. Und das ist eigentlich die materialistische Grundlage des Konfliktes. Und das ist genau das, was ich mit einbeziehen würde. Und auf dieser Grundlage können wir dann die politischen Problematiken und Lösungsansätze diskutieren. Does it work? Yeah. Volodymyr sucht ja nach einem Ausweg aus dem Krieg, versucht das neu zu analysieren anhand von Begriffen wie bonapartistischem Regime, kämpfenden, untereinander zerstrittener Mittelschicht. Ich glaube, es wäre auch interessant zu sprechen über diese Frage der defizitären Revolution, denn wir haben ja gesehen, die Menschen in der Ukraine haben protestiert gegen oligarchische Regime, haben versucht, gegen die Korruption vorzugehen. Und es ist natürlich eine schlimme Situation in der Ukraine und auch in Russland, was die Korruption angeht. Das heißt, diese Proteste, diese Kämpfe hatten eindeutig eine gewisse Legitimität oder eine starke Legitimität. Warum konnte dieser legitime Kampf nicht ohne die Unterstützung der NATO ausgetragen werden? Darüber schreibst du ja, Raoul, in deinem Buch setzt du dich ja auseinander, konfrontierst du dich ja mit einigen Stimmen aus der ukrainischen Linken. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen. Ich kann mich stützen auf meine bescheidene persönliche Erfahrung mit transnationalen europäischen Aktivisten, meinen Begegnungen mit Genossen und Genossinnen aus Osteuropa. Es hat eine Veränderung gegeben seit dem Euromaidan, was die Strategie und das gemeinsame Verständnis angeht. Vorher gab es einen gemeinsamen Kampf für ein neues demokratisches Europa, für einen konstituierenden Prozess in Europa. Es gibt natürlich einen gewissen eurozentrischen Ansatz in der Rede von Oligarchen, russischen Oligarchen. Der einzige Unterschied zwischen Westen und Osten ist, dass unsere Oligarchen zum Zentrum des Weltsystems gehören. Das heißt, sie sind so gefestigt in ihrer Position, dass sie niemand der beschuldigt, Oligarchen zu sein. Die Oligarchen im Osten, ihr Aufstieg ist begünstigt worden durch den post-sowjetischen Schock. Und das ist der Unterschied. Europa ist als Friedensprojekt, als antifaschistisches Projekt zerstört worden. Und gerade aufgrund der Abschaffung des europäischen Sozialmodells, des europäischen Wohlfahrtsstaates in ganz Europa. Die Ausweitung der Europäischen Union ist vorangetrieben worden auf der Grundlage der Einführung von Schocktherapien. Die Ukraine ist das beste Beispiel dafür, würde ich sagen. Das zweitärmste Land in Europa seit seiner Unabhängigkeit, ein stark verschuldetes Land, bereits während der Existenz der Sowjetunion stark verschuldet, immer gefangen in der Schuldenfalle. Wenn wir also von Subalternität sprechen und davon, dass wir uns den materiellen Wurzeln des Konflikts zuwenden müssen, dann müssen wir fragen, was bedeutet denn Souveränität, wenn es keine Währungshoheit gibt, wenn man abhängig ist von westlichen Hilfsleistungen, wenn die westlichen Hilfsmittel die Oligarchen stützen, denn die Oligarchen sind ja diejenigen, die mit den westlichen Geldgebern verhandeln.
mit den westeuropäischen Politikern und Medien und mit den finanziellen Oligarchen. Es gab also diesen Wendepunkt. Ich glaube, das Ergebnis der Maidan-Proteste, was natürlich die Intervention Russlands war, der Bürgerkrieg. In den westlichen Medien und natürlich auch in den Medien aus Kiew, da wird gesprochen von einer nationalen Wiedergeburt, von der Entstehung einer neuen ukrainischen Nation, einer neuen Phase, einer neuen Welle des ukrainischen Unabhängigkeitsstrebens unter Beteiligung eines Großteils der ukrainischen Bevölkerung. Wir müssen sehen, dass das auf der Existenz eines Bürgerkriegs beruhte. Und das hat die ukrainische Bewegung tatsächlich zerbrochen. Als die Eroberung der Krim stattfand, fiel das zusammen mit einem Treffen, das wir abgehalten haben in Madrid. Dabei ging es um die neue Anpassung in Europa, so haben wir das genannt, mit Bezug auf diese Vorstellung, dass Menschen aus ganz Europa, auch aus der Ukraine, ankommen, auch aus Polen, aus anderen Ländern. Es ging darum, es ging um genau das, worüber ich vorhin gesprochen habe, das Projekt eines neuen, sozialen, subalternen, nicht-nationalistischen, nicht-weiß-suprematistischen konstituierenden Prozesses in Europa, beruhend natürlich auf einem politischen Projekt, aber auch auf Basiskämpfen auf transnationaler Ebene. Das hat stattgefunden. Und unsere ukrainischen Kollegen haben eine Erklärung abgegeben, haben die Invasion in ihrer Erklärung verurteilt und so weiter. Anschließend war alles anders. Diese Genossen und Genossinnen, ich äußere mich natürlich sehr vorsichtig, denn das ist ja nur meine Wahrnehmung. Sie sind Nationalistinnen geworden. Das waren sie zunächst nicht gewesen. Sie waren EuropäerInnen, pro-europäische ukrainische Aktivistinnen. Und es gab diesen Wandel hin zum Nationalismus auf der Grundlage eines Bürgerkriegs, der von einer in erster Linie rechten Regierung, der Poroschenko-Regierung, angeführt wurde. Diese Regierung hat die russophobe Kampagne eingeleitet gegen die russischsprachigen UkrainerInnen. Der gesamte Prozess der Etablierung von Nazi-Kollaborateuren wie Bandera und anderen als ukrainischen Nationalhelden hat zu diesem Zeitpunkt begonnen. Und das war ein ausgesprochenes Desaster, eine Katastrophe für die demokratischen, emanzipatorischen Kämpfe in Europa. Wir sind alle schuldig, das nicht erkannt zu haben, nicht gesehen zu haben, wie katastrophal dieser Vorgang sein würde. Wir haben nicht ausreichend verstanden, was es mit dem ukrainischen Bürgerkrieg auf sich hatte. Wir haben die ganze Komplexität, von der Volodymyr gesprochen hat, nicht hinreichend begriffen. Ich glaube, wir müssen begreifen, dass es zu spät ist, um sich auf eine Seite zu schlagen in diesem Krieg. Ich glaube, dieser Krieg ist nach einem Jahr das eigentliche Problem, ganz gleich, aus welcher Perspektive man darauf blickt. Die Perspektive der Demokratie in Europa wird täglich zerstört, je länger dieser Krieg andauert. Ich versuche in dem Buch zu erklären, dass es vor allem zwei Prozesse gibt, die wir beobachten. Zunächst ein sich entwickelndes Kriegsregime in unseren westlichen Demokratien mit der Einführung der Freund-Feind-Unterscheidung
im politischen Leben, im Leben der Gewerkschaften, im Bereich der Proteste und des zivilen Ungehorsams. Wir sehen das in Deutschland im Umgang mit den Kämpfen in Lützerath. Wir beobachten die Kriminalisierung des Widerstands gegen den Krieg unter dem Vorwand, dass das von Putin-Verstehern vorangetrieben werde und dass man und auf diese oder dass das sogar eine faschistische Position sei. Und der andere Prozess ist ein, wie ich in dem Buch zu erklären versuche, derjenige, dass der moderne Krieg seit dem Ersten Weltkrieg untrennbar ist, ein Nährboden ist für den Faschismus. In dem Sinne, dass das Verhältnis zur Kriegsmaschine, zur Militarisierung des Alltagslebens, diese Emotionen, diese Sprachlichkeiten, diese Affekte sind Labore für die Erschaffung neuer faschistischer Subjektivitäten oder für die Erzeugung von Subjektivitäten, die vielleicht zunächst einmal minoritär oder im Untergrund sind, aber je länger der Krieg andauert und je mehr der Krieg sich entwickelt, umso fruchtbarer der Boden, umso besser die Bedingungen dafür, dass sich diese Subjektivitäten zur führenden politischen Kraft in Europa entwickeln. Den Krieg zu stoppen, ist also die beste antifaschistische Position, um dann mehr Freiheitsgrade zu haben, mehr Möglichkeiten des zivilen Ungehorsams, um sich diesem Prozess zu widersetzen. Den Krieg stoppen ist sicherlich gut, aber wir wissen ja nicht, wie das gehen soll. Und wir wissen auch nicht, wie das gehen soll, in Anbetracht der Tatsache, dass die UkrainerInnen ja die Opfer dieses Krieges sind. Wir haben es eindeutig zu tun mit einem Aggressionskrieg, der ausgeht von Russland, als ich 2015 in der Ukraine war. Gab es liberale Demokraten aus Russland? Nein, gab es liberal-demokratische Personen, die die Ukraine beneidet haben für die Art und Weise, wie dort Wahlen abgehalten wurden. Das waren liberale Demokraten aus Russland, die gesagt haben, so wie in der Ukraine Wahlen abgehalten werden, das wäre in Russland undenkbar, weil es eben in der Ukraine in der Wahrnehmung dieser Menschen noch eine liberale Presse gab und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Problem, die Situation in Russland. Ich hätte gerne, dass du diesen Begriff der defizitären Revolution erläuterst. Es gab ja Menschen, die wirklich versucht haben, Veränderungen durchzusetzen in der Ukraine. Vielen herzlichen Dank für diese Frage. Das ist ja eine sehr wichtige Frage, denn damit können wir einfach mehr die universelle Dimensionen einbeziehen, um die Situation zu erklären und auch die Probleme zu verstehen und zu erklären, die es in der Ukraine gibt und die einfach nun eskalieren. Das sind Probleme, die gehen nicht nur die Ukraine an, sondern da geht es um politische Tendenzen in unterschiedlichen Teilen der Welt, die es auch teils in Westeuropa gibt. Also wenn wir mit diesem Beispiel beginnen, also RussInnen, die auf die ukrainischen Wahlen reagieren, also das können wir auch irgendwie verstehen, denn das sieht ja so aus, als wäre das pluralistische Politik. Wenn es keine starken autoritären Führungspersönlichkeiten gibt wie Putin, dann bedeutet das noch lange nicht, dass die Abwesenheit dieser Personen dann gleichzusetzen ist mit Demokratie. Also es gibt vielleicht einen oligarchischen Pluralismus. Das wäre vielleicht eine genauere Beschreibung des politischen Regimes vor der Invasion. Und unter den Kriegsbedingungen, das können Sie sich ja vorstellen, dass das gar nicht die besten Voraussetzungen für irgendeine Art der Demokratie sind. Und dann gibt es natürlich eben kriegstreiberische Tendenzen, die dann eher Selenskis Macht konsolidieren.
Und man vertraut dann auch eben eher den Streitkräften der Ukraine, denn sie werden als die Verteidiger angesehen des Landes. Aber das sind eben wiederum Faktoren, die nicht eben sehr vorteilhaft sind für die Demokratie. Und da kommen wir dann auf die Frage zurück, warum diese Schritte eben nicht die Demokratie vorhergebracht haben. Wir müssen das eben in eine breitere Perspektive einordnen. Wann hat es die letzte wirkliche soziale Revolution in der Welt gegeben? Eine Revolution, die wirklich mit grundlegenden Veränderungen einhergeht. Eine Veränderung der Klassenstruktur, der staatlichen Struktur. Das wäre ja sozusagen die Definition von Serhij Kostol. Also vielleicht 79 in Nicaragua oder dann die Revolution im Iran oder die 89er Revolutionen waren vielleicht auch soziale Revolutionen, aber nicht unbedingt in dem Sinne, wie das unbedingt immer dann konnotiert worden war in der Linken. Aber also die Veränderungen in Osteuropa, neoliberaler Natur in Osteuropa, im postsowjetischen Raum oder wenn wir auch den Zusammenbruch der postsowjetischen Staaten uns anschauen oder auch die politischen Freiheiten, die damit teilweise verbunden waren und die teildemokratischen Schritten, also naja, da müssen wir uns eben auch Ungarn anschauen und die Konsolidierung einer Art konservativen, autoritären Struktur. Da gibt es ähnliche Tendenzen in Polen. Also diese demokratischen Aufbrüche oder Ausbrüche sind einfach gar nicht so stabil und langfristig, wie man sich das vielleicht zu Beginn und nach 1989 erhofft hat. Also wir haben die sozialen Revolutionen verloren, aber wir werden sie vielleicht in der Zukunft wiederbekommen, das ist nicht klar. Aber was wir nicht verloren haben, sind diese anderen Revolutionen. Also diese Revolutionen, die eben nicht mit diesen qualitativen Veränderungen einhergehen. Also sie bringen nicht starke demokratische Institutionen mit sich, sondern es wird einfach ein autoritärer. Eine starke autoritäre Struktur abgesetzt, aber es kommen dann eben nicht die demokratischen Strukturen damit einher. Und es gibt eben nicht die echte Repräsentation der Mehrheit der Gesellschaft auf politischer Ebene. Sondern es gibt eben diese Maidan-Revolutionen im Allgemeinen gesprochen, also nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern auch die Revolution des arabischen Frühlings, die Mobilisierungsprozesse in asiatischen Ländern oder auch die Mobilisierungsprozesse in Brasilien oder auch im postsowjetischen Raum. Also in der Ukraine allein gab es 3 Revolutionen innerhalb des Lebens einer Generation. Und wenn diese Revolutionen immer wieder auftreten, dann bedeutet das doch eigentlich, dass man nicht das erreicht, was die Menschen eigentlich angestrebt haben. Das bedeutet dann, dass man nach der ersten Revolution eine zweite braucht und dann wieder eine dritte und so weiter. Und am Ende gibt es dann eine sehr instabile politische Situation. Und man bekommt nicht diese starken, anwachsenden demokratischen Institutionen. Wenn dann etwas falsch läuft, dann treffen sich die Menschen auf den zentralen Plätzen und setzen die Regierung ab und setzen eine neue Regierung ein, setzen die Regierung wieder ab und so weiter. In Georgien 2003, dann wieder in anderen Lagen 2018, in Kirgisistan und dann gab es 3 Revolutionen innerhalb von 15 Jahren und in Belarus 2020, in Kasachstan, also ganz kurz vor der Invasion 2022. Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, dann sieht man einfach überall diese roten Flecken. Armenien, Kirgisistan, Kasachstan, Belarus und Ukraine, also rund um die Sowjetunion. Und dann versteht man auf einmal, welche Art Bedrohung
so sich sozusagen an Putins Horizont abzeichnete. Und wir sehen einfach auch, was junge RussInnen über seine Regierung denken. Wenn wir uns das anschauen, die russischen Umfragen, dann gibt es wirklich eine starke Altersstruktur. Also da gibt es wirklich eine Korrelation zwischen Meinung und Alter. Die Älteren unterstützen eher Putin und je jünger die Menschen sind, desto mehr sind sie Teil der Opposition, desto mehr sind sie Putins einfach müde und desto mehr wollen sie, dass Putin einfach geht. Und das sind Tendenzen, die man in unterschiedlichen Fragen erkennen kann. Die jüngeren RussInnen sind eigentlich eher anti-Putin im Vergleich zu den älteren RussInnen. Und das ist eigentlich eine Bedrohung. Und das wird zu einem Problem. Und eine Invasion könnte da eine Lösung darstellen. Ein Krieg, der so viel Transformation anschiebt im Land, sodass die politische Organisation der herrschenden Klasse auf eine höhere Ebene gehoben werden kann. Also der Bonapartismus wird stärker, stabiler, wie zum Beispiel in China. Also diese zeitgenössischen Revolutionen, warum sind sie keine sozialen Revolutionen? Warum erzielen sie nicht die angestrebten sozialen Veränderungen, nicht mal die politischen Veränderungen zur Konsolidierung der Demokratie? Da geht es nicht nur um die Ukraine, das ist einfach viel universeller gesteckt. Das hat etwas mit der zeitgenössischen Politik zu tun. Es gibt eine Krise der politischen Repräsentation in unterschiedlichen Ländern der Welt. Und deswegen haben wir eben diese Sorge haben wir dieses Problem mit den populistischen Parteien. Deswegen gibt es immer weniger Zustimmung für die klassischen Parteien und deswegen gibt es immer mehr Gewalt. Die Menschen sehen es immer weniger, dass die Regierung sie vertritt. In Ländern wie zum Beispiel der Ukraine und Russland, das ist so, dass die herrschenden Klasse von den 90er Jahren an, von Beginn an, dass sie überhaupt keine Legitimität hatten. Und deswegen spreche ich da auch wieder von politischen KapitalistInnen. Also sie haben vom Staat gestohlen und so sind sie enorm reich geworden. Und der gesamte Prozess der ursprünglichen Akkumulation, der in Europa sich über Jahrhunderte vollzogen hat und wo es eben auch eine religiöse Legitimation zum Beispiel gegeben hat. Nichts dergleichen existierte in den 90er Jahren in der ehemaligen Sowjetunion oder auch den postsowjetischen Ländern. Und das vollzog sich aber in einem Zeitraum von wenigen Wochen und Monaten. Einige wurden enorm reich, aber sehr viele eben sehr arm. Und 30 Jahre danach, also wenn wir uns das anschauen, also in den postsowjetischen Staaten, aber eben auch in den osteuropäischen Ländern, und da sprechen wir von EU-Mitgliedstaaten, also da ist es einfach so, dass häufig es dieses Legitimitätsproblem gibt. Also die Struktur wird einfach als das Ergebnis eines großen Diebstahls angesehen. Das ist nicht das Ergebnis von großer Anstrengung oder wie auch immer, sondern es geht einfach um Diebstahl. Und das ist die große Repräsentationskrise. Die meisten Menschen sehen in den Eliten gar nicht ihre eigenen RepräsentantInnen. Und dann gibt es eben diese Revolution gegen die Regierungen, die gar nicht als jene angesehen werden, die die Mehrheiten vertreten. Aber diese Art von Revolution bringen eben diese Repräsentationskrise wieder hervor innerhalb der eigenen Struktur. Solange es keine soziale Revolution gibt, wo wir eben eine Gegenhegemonie sprechen können über bestimmte Parteien, und auch über die klare Klassengrundlage dieser Revolutionen, also wo es dann neue Intellektuelle gibt und so weiter und eine große Mobilisierung, dann sehen wir eben andere Prozesse. Also bei diesen anderen Revolutionen, da gibt es eben genau diese Punkte eben nicht und das ist alles schlecht organisiert oder sehr schwach und es gibt noch nicht mal ein bestimmtes Programm bei diesen Revolutionen. Da geht es nur darum, einen Putin abzusetzen oder Lukaschenko oder wen auch immer, aber wer kommt dann eben als nächstes? Und wenn die Mobilisierung dieser Revolution politisch so schwach ist, dann gibt es einfach nur eine politische Möglichkeit,
für jene, die gerade irgendwie besser aufgestellt sind, eine neue oligarchische Gruppe, Opposition, die dann eben den neuen Präsidenten stellt, oder die Zivilgesellschaft, die dann vom Westen unterstützt wird mit ihren Organisationen, diese NGOisierte Zivilgesellschaft. Und da gibt es zumindest eine bestimmte Ideologie, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass die Mehrheit der Personen auf dem Euromaidan, dass sie dann sagen, ja, also diese nationalistischen Ideen sind wichtig für uns, aber es gab eben dann die Möglichkeit für die NationalistInnen, ihre Agenda voranzubringen. Der Krieg 2014, also das ist ja gar nicht etwas, das irgendwie im Kern der Politik steht in der Ukraine, aber danach 2014 ist das etwas ganz Klares. Also diese Art von Revolutionen reproduzieren die Repräsentationskrise, auf die dann eben wieder reagiert werden muss. Und das ist wirklich ein sehr viel größeres Problem als nur das, was in der Ukraine passiert oder in Russland. Das ist wirklich ein Problem der der Verschlechterung der Politik insgesamt in der Welt. Danke. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Beobachtung. Vielleicht kann Raoul auch etwas dazu sagen. Wir würden dann diesen Teil der Diskussion beenden, indem wir sprechen über mögliche Auswege aus dieser gegenwärtigen Erstarrung, wo wir einfach nicht wissen, was wir tun sollen. Du sprichst oder schlägst vor, einen konstituierenden Frieden herbeizuführen. Volodymyr sagt, wir müssen die Krise der Repräsentation überwinden. Das ist auch Teil deines Vorschlags. Aber es gibt keine klare Politik, keinen politischen Ansatz, wie der Krieg beendet werden könnte. Auf eine mehr oder weniger gerechte Weise. Denn wenn wir darüber sprechen, den Krieg zu beenden, dann müssen wir natürlich auch über Gerechtigkeit sprechen. Wir können ja nicht einfach sagen, die Ukrainer werden in Zukunft von Russland regiert. Das ist uns ja allen klar, dass es darum nicht gehen kann. Um also die Krise der Repräsentation zu verstehen, das Ende bestimmter Formen von Politik, die uns vertraut waren und die wir für hilfreich hielten, um zu sehen, wie wir einen neuen Weg finden können und darüber zu sprechen, was es für Wege geben könnte, über die bisherigen Dichotomien hinauszugehen. Das würde ich, darüber würde ich gerne mit euch jetzt sprechen. Und dann nehmen wir gerne Fragen und Kommentare aus dem Publikum entgegen. Ich bin nicht sehr optimistisch, was diplomatische oder geopolitische Planspiele angeht. Ich glaube, es gibt keine wirkliche Grundlage dafür. Dieser Krieg ist meiner Ansicht nach ein Wendepunkt, eine Weggabelung innerhalb dessen, was man als Kapitalozän bezeichnen kann. Wir haben bisher noch nicht angesprochen, dass wir in einem Klimanotstand leben, dass wir eine Ernährungskrise es mit einer Ernährungskrise zu tun haben, dass es eine Energiefrage gibt, die alle möglichen autoritären Projekte legitimiert. Und was fehlt, ist natürlich die Perspektive der subalternen Klassen. Die Bedeutung dieses Wendepunkts ist, dass der Kapitalismus als globales Projekt und auch die reale, substantive Demokratie nicht mehr koexistieren können. Was wir sehen, ist das, was von der Leyen und andere propagieren, eine ethnische, kulturkämpferische Definition der Demokratie. Was sagt von der Leyen? Sie sagt, wir kämpfen für unsere Werte, für unsere griechisch-lateinische Tradition, gegen die Barbarei. Es geht nicht nur um das Putin-Regime, es geht auch um China, den nächsten Gegner. Es geht um den Klimawandel, einen Übergang zu einer anderen Klimapolitik. China und Russland werden mit den fossilen Energieträgern assoziiert. Es geht um, die exportieren
fossile Energieträger, das sind oligarchische Regime, das ist natürlich der Fall Russlands. In China ist das nochmal ein bisschen anders. Und das wird natürlich verbunden mit den alten antikommunistischen Gedanken aus dem Kalten Krieg. Das sind totalitäre Länder. Wir müssen die Ukrainer retten vor dieser totalitären Zivilisation. Unter den Bedingungen eines eskalierenden Kriegs wird es aber keine Demokratie geben können. Dieser Krieg verhindert alles. Die Programme zum Wiederaufbau der Ukraine, die Resilienzprogramme, die großen finanziellen, massiven finanziellen Anstrengungen der Europäischen Union. Joe Bidens Build Back Better Politik, ein viel kleineres Programm, bei dem es, oder das viel kleinere Programm der Eindämmung der Inflation, das ist alles protektionistisch geworden. Wir haben es zu tun mit einem Neoprotektionismus. Es geht dabei darum, das fertigende Gewerbe der USA, die entsprechenden Unternehmen zu schützen. Es geht darum, im Energiebereich die Hoheit zu behalten durch den Verkauf von Flüssiggas an Europa zu astronomischen Preisen. Und es geht natürlich auch darum, die soziale Dimension des Green New Deal. Es ist der Teil eines zivilisatorischen Kriegsprojektes. Wir sollen alle Opfer bringen in diesem Kampf gegen die neue Barbarei, gegen Russland, China, gegen die nicht-westlichen ausländischen Mächte. Das ist vergleichbar mit dem Jahr 1914. Wir haben aber, das glaube ich, noch Zeit, die Katastrophe zu verhindern. Denn dies wird alles eskalieren bis hin zu diesem Zivilisationskrieg, der dann eben ein Weltkrieg ist zwischen kapitalistischen Mächten, sofern wir China auch als kapitalistische Macht begreifen, was natürlich diskutabel ist. Es ist jedenfalls keine emanzipatorische Demokratie, vielleicht auch nicht ganz dasselbe wie Russland. Diese Gleichsetzung ist einfach Unsinn. Wir haben aber noch Zeit, das zu verhindern. Wir können die diplomatischen Aktivitäten nicht kontrollieren, aber wir können vielleicht die wichtigste historische Waffe nutzen gegen Kriegstreiber und Kriegsherren, die es gibt, nämlich den Klassenkampf für den Frieden, für die Gesundheit, für den ökologischen Wiederaufbau und, wie Volodymyr gesagt hat, für reelle demokratische Repräsentation. Das bedeutet eine Transformation der politischen Landschaft, eine reelle soziale politische Revolution. Das ist natürlich eine ungeheuerliche Aufgabe, aber die Gefahr ist noch viel erschreckender. Die Gefahr, die auf uns zukommt, ist gerade die einer Unmöglichkeit eines nennenswerten demokratischen Vermögens seitens der Bevölkerung. Wir brauchen also eine gesellschaftliche Mobilisierung. Denken wir an die Erfahrung mit der Covid-19-Pandemie. Es war ein neoliberales Experiment. Die Leute wurden der Armut ausgesetzt, der Verzweiflung. Sie haben ihre Arbeit verloren und sie waren nicht in der Lage, die Oligarchen anzugreifen, Vermögen umzuverteilen durch ein Grundeinkommen, Investitionen in die Gesundheit herbeizuführen. Ich glaube, mittelfristig gibt es die Möglichkeit die einzige Möglichkeit, welche Möglichkeit gibt es, diesen Krieg zu verhindern?
Diplomatisch können wir vielleicht intervenieren. Wir können vom Frieden sprechen, aber Frieden allein ist nicht genug. Wir können über Waffenstillstand sprechen, über ein neues Minsker Abkommen, aber der Krieg wird sich fortsetzen, denn das Drängen nach Krieg, das Hegemonieinteresse im Weltsystem, das wird nicht einfach aufhören. Denn die Mächte können sich keine demokratische Diskussion leisten. Im New Deal ging es um die Bekämpfung sowohl des Faschismus als auch der sowjetischen Bedrohung. Doch Roosevelt hat gesagt zu den amerikanischen Arbeitern und Arbeiterinnen, ihr müsst euch der Gewerkschaft anschließen. Ohne Klassenkampf könnt ihr dem Kapitalisten nicht wehtun. Und das ist genau das, was hier vonnöten ist. Ältere Personen, Personen aus meiner Generation wissen, wenn es nicht den historischen Klassenkampf gegeben hätte, die sowjetische Revolution, die antikolonialen Kämpfe, dann wäre es nicht zu dieser Öffnung kapitalistischer Räume gekommen, zu dieser Legitimierung des Klassenkampfes durch die Einführung des Streikrechts, durch die Einführung eines Rechts auf zivilen Ungehorsam. Und dann kam die Revolution von 68, die neuen Rechte, was die neuen Rechte für Singularitäten, das neue Recht auf sexuelle Differenz, das alles ist eine Repräsentation auch im ontologischen Sinne, nicht nur im politischen Sinne. Es geht um eine Repräsentation von LGBTIQ-Rechten. Denn das sind die Menschen, die getötet werden und ausgeschlossen werden in der Ukraine und in Russland. Die Menschen, die den patriarchalen Kriegsnormen nicht entsprechen. Die Minoritäten, die Roma und Sinti, die werden nicht als Patrioten angesehen. Und das ist der Kern dieses Krieges. Die Aufgabe ist also eine historische und wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir müssen an die Arbeit gehen. Wir müssen nicht nur Friedensvorschläge formulieren, sondern auch soziale und politische Zusammenschlüsse von Bewegungen und eine neue Art von Organisation. Es geht darum, eine neue Linke, eine neue europäische, transeuropäische und globale Linke zu schaffen, die in der Lage ist, aufzuholen und auf der Höhe der von mir gerade beschriebenen Aufgaben sich zu verhalten. Wir müssen in der Lage sein, diese Prozesse zu sabotieren, das zurückzubauen, was sich hier entwickelt. Und wir müssen Jahrhunderte kapitalistischer Herrschaft und Herrschaft des Westens umkehren und anfangen, die Welt anders zu denken, unter Berücksichtigung der Klimafrage, unter Berücksichtigung der Spaltung zwischen globalem Norden und globalem Süden. Wir müssen natürlich auch die Gefahr extremer Wetterereignisse berücksichtigen und die Katastrophen, die in Afrika, in der Sahelzone stattfinden werden, die zu Migrationsbewegungen führen werden. Wer wird das thematisieren? Die Linke, wenn wir sie als emanzipatorisch und als antifaschistisch und als gegen den weißen Suprematismus gerichtet begreifen, dann muss sie das ansprechen, denn sonst wird der Faschismus davon profitieren, von diesen Entwicklungen. Der Faschismus wartet nur auf solche Entwicklungen. Neue Formen autoritärer Regime entstehen. Die Aufgabe ist also ungeheuerlich. Es ist eine Aufgabe, die über die Frage nach Friedensabkommen, Konzessionen hinausgeht. Es geht um die Organisationsfrage. Es ist völlig verrückt zu denken, dass wir bis nach Moskau marschieren werden. Wer denkt denn das wirklich? Die Kommentatoren, die davon sprechen, die sollen doch selber in den Krieg ziehen und beweisen, dass sie bereit sind zu sterben. Denn das tun sie ja gerade nicht. Es gibt ja den Song von Roger Waters, in dem er über den
Mut in Anführungszeichen derer sinkt, die außer Schussweite sich bewegen. Und darum geht es. Es gibt eine Militarisierung der Sprache und die müssen wir bekämpfen. Das ist eine ungeheuerliche Aufgabe, aber ich sehe keinen anderen realistischen Ausweg. Vielleicht jetzt noch etwas Hoffnungsvolles, wenn die Situation doch so schwierig ist. Also ich würde das eigentlich gerne noch weiter fortsetzen, also diese Argumentation, die ich nun bei Raoul herausgehört habe. Also ich denke, das ist wirklich ganz zentral, sehr wichtig. Die Bedeutung einer positiven sozialen Alternative, das scheint vielleicht etwas abstrakt. Menschen in der Ukraine sterben. Warum sollen wir also über etwas sprechen, das weit entfernt ist? Aber das ist doch etwas ganz Grundlegendes. Ohne eine solche Alternative wird es immer wieder Kriege in der Ukraine geben, die immer und immer wieder auftreten. Also selbst wenn es einen Regierungswechsel gibt oder einen Regimewechsel in Russland, oder dass man sagt, ja, das ist ein gescheiterter Staat in Russland oder dass es dann plötzlich vielleicht eine andere Kontrolle über die Atomwaffen gibt, wer das auch immer dann sein mag, oder dann wiederum China. Also wir würden doch dann den Krieg in anderen Orten sehen und vielleicht wäre das Ganze dann sogar noch brutaler. Wenn wir die grundlegende politische Krise verstehen, und das bezieht sich gar nicht allein auf die Ukraine oder Russland, sondern es ist ja etwas, das sehr viel weiter gesteckte universelle Dimensionen hat, die dahinterstehen, wenn wir die materialistischen Konflikte verstehen zwischen zum Beispiel den politischen KapitalistInnen und anderen und in dieser Region und dann eben auch auf internationaler Ebene. Wenn wir wirklich die Wurzeln verstehen, die dahinter liegen, dann müssen wir wirklich auch an grundlegende Lösungsmöglichkeiten denken, die nicht nur einen Krieg alleine beenden, sondern auch einen Beitrag dazu leiten würden, dass wir eine grundlegendere radikale Transformation erreichen können, die solche Kriege wie in der Ukraine unmöglich machen. Also vielleicht nicht in den kommenden nächsten Jahren, aber doch in einigen Jahrzehnten. Das sollte doch etwas sein, das zumindest an unserem Horizont sich abzeichnet. Und es gibt einfach sehr viele Personen, die die aktuellen Entwicklungen mit 1914 vergleichen. Also einige vergleichen das auch mit 1939, mit dem Zweiten Weltkrieg. Also die Situation jetzt ist eigentlich noch schlimmer. Und warum? Ja, wegen der Atomwaffen und wegen der Möglichkeit, dass es eine ultimative Eskalation geben kann, die all diese Diskussionen völlig hinlänglich macht, irrelevant macht. Vor 1914 und vor 1939 gab es ganz klare gesellschaftliche, soziale Alternativen. Also Katja weiß das vielleicht sogar besser, also oder vielleicht auch hier einige im Publikum. Wie stark waren die Sozialdemokratische Partei beispielsweise in Deutschland und Europa? Da wurden Millionen von ArbeiterInnen organisiert. Gibt es so eine Kraft oder eine politische Kraft oder Partei, die ideologische Argumentationsmuster hervorbringen kann und auch die Menschen organisieren kann? Es gibt natürlich diese populistischen Bewegungen, wie zum Beispiel der Euromaidan-Bewegung, die auch ausgenutzt wurden von den Eliten, die ja auch ihre Schwierigkeit haben. Und selbst wenn diese Kräfte dann an die Regierung kommen, wie zum Beispiel in Griechenland mit Syriza, dann ist es doch so, dass sie sehr schnell nachgeben gegenüber dem enormen Druck aus dem Ausland. Wir haben nicht solche Bewegungen wie damals vor 1914 oder auch danach. Und im Krieg, da wurden ja nicht nur die FaschistInnen bekämpft, sondern man kämpfte auch für eine bessere Zukunft. Da gab es eine ganz klare Vorstellung davon, dass sie dann zurückkehren würden zur Weimarer Republik, dass man das zurückbringen würde oder zurückkehren würde zur präfaschistischen Regierung in Italien oder dass man zu den Ancien Regimes zurückkehren würden, die dann
zusammenbrachen aufgrund des Ersten Weltkrieges und dann irgendwie ersetzt wurden durch die faschistischen Regime. Also man wollte nicht kämpfen, um dann die alte Ordnung zurückzubringen, wie das eben die westlichen Eliten sagen. Das ist wirklich eine sehr konservative Botschaft, dass man einfach das bewahren möchte, was man jetzt hat, gegenüber der Bedrohung, die China und Russland darstellen. Aber wenn so viele Leute wirklich die Schnauze voll haben von dieser Ordnung, die irgendwie auseinanderbröckelt, dann ist das wirklich eine nicht besonders überzeugende Botschaft. Und deswegen ist es auch so, dass das nicht sehr überzeugend ist. Es gibt eben einen materialistischen Grund, der diese Zögerung erklärt, dieses Zögern erklärt, was es im globalen Süden gibt. Also wenn diese Ordnung auseinanderbricht, dann müssen wir doch wissen, wofür wir kämpfen und nicht nur wogegen. Also bei diesen kommenden gesellschaftlichen und politischen Kämpfen, das ist doch das Dringlichste, das Wesentliche, das wir diskutieren müssen. Da geht es natürlich auch darum, dass wir uns organisieren und dass wir unsere Kämpfe so gestalten, dass sie nicht aussehen wie eine weitere Euromaidan-Revolution. Und das ändert ja nichts. Das eskaliert ja nur dieselben Probleme weiter. Sondern dass wir wirklich eine bessere gesellschaftliche Alternative schaffen mit einem politischen Bewusstsein, die sehr viel anbieten kann und auch soziale Revolutionen in petto hat in den kommenden Jahrzehnten. Vielen herzlichen Dank. Also ich denke, das war wirklich eine sehr wichtige Diskussion, dass wir nicht nur über politische Maßnahmen und die Politik gesprochen haben, sondern dass wir auch über politische Perspektiven gesprochen haben. Das scheint häufig so weit weg, aber wir sind eben in dieser Unmittelbarkeit präsent. Wir sprechen immer nur über die aktuelle Gegenwart und das ist nicht gut. Ich denke, deswegen ist es ein großes Privileg, diese Diskussion mit euch zu führen, eben diese Perspektive mit aufzumachen. Asking for applause.